Grüße dich, herzlich willkommen zum nächsten Schritt. Im vorigen Video bin ich ja auf die Reinigung eingegangen. Heute möchte ich mir auf das Aufladen eingehen. Wie lade ich mich auf? Wie harmonisiere oder heile ich meinen Körper? Das beginnt schon mit einem Morgenritual. Da liege ich noch gemütlich in meinem kuscheligen Bett. Auf dem Rücken halte meine Handfläche nach oben und bitte um die Energie für den heutigen Tag. Und dann spüre ich schon, wie in die Handflächen Energie strömt, ebenso auch bei den Fußsohlen spüre ich deutlich, wie die Energie reinströmt. Dann sehe ich manchmal Farben, rot, grün. Transparent ist es auch manchmal oder einfach nur Licht. Je nachdem, was gerade mein Körper braucht, strömt dann in die Handflächen und in die Fußsohlen. Manchmal auch im Herzbereich oder Solarplexus. Je nachdem, wo es eben gerade benötigt wird. Und wenn dann so ein Durchatmen passiert, dann weiß ich, jetzt ist der Körper voll. Jetzt ist dieses abgeschlossen. Oder ich spüre einfach, dass die Handflächen nicht mehr so kribbeln und dann ist gut. Im Anschluss dessen sage ich mir jeden Morgen, ich bin Licht. Und das sage ich circa dreimal, je nachdem. Ich bin Licht. Ich bin Liebe. Ich bin vollkommen. Und ich bin Heil. All diese Dinge sage ich dreimal oder nur zweimal, dann wieder mal durcheinander, je nachdem, was gerade der Körper spricht. Und aber ich halte alle vier Punkte ein, das schon. Ja, und dann lasse ich nochmal Träume Revue passieren, die dann in meiner Erinnerung sind. Manchmal erinnere ich mich auch an keinen Traum und dann stehe ich auf. So beginnt mein Tag, so ist mal das Erste getan, was das Aufladen anbelangt. Ja, und jetzt freue ich mich auf das Channeling. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Aus dem Innersten der Erde begrüße ich dich. Aus dem Innersten deines Seins begrüße ich dich. Aus deinem Herzen ich zu dir sprechen kann, das dich erfreuen lässt, eine Basis der Freude du immer mehr spüren kannst. Eine gewisse Sicherheit und innerer Halt sich dadurch dir offenbaren kann. Je mehr du dich auflädst mit Licht, reinster Energie aus dem Allerhöchsten oder der Quelle oder Mutter Erde oder dem Geistwesen, mit dem du dich geborgen fühlst, umso mehr nimmst du eine Höhe an Energie an, an die keine dunkle Seite mehr rankommen kann. Je mehr du dich auflädst, je lichtvoller du wirst, umso mehr kommt das Dunkel aus dir hervor, umso mehr kannst du das Dunkel in dir erkennen, aber auch lieben lernen, akzeptieren dürfen, weil du ihm Verständnis entgegenbringst. Das, was ihr Menschen als unangenehm in euch bezeichnet, das ihr nicht haben wollt, denkt daran. Es hat dich auch stark werden lassen. Denn wenn du wütend bist, dann stehst du absolut zu dir. Wut wird in der Zukunft nicht mehr so benötigt. Doch jetzt erkennt ihr Wut einfach noch als zu negativ. Angst haben ist einfach eine Abwesenheit der Liebe.
Traurigkeit zu spüren heißt so viel wie, ich pflege mich selbst. Und wenn du Fehler begangen hast in deinem Leben und dich immer noch darüber rügst, Fehler lassen euch Menschen wachsen, erkennen, lernen. So ist das Dunkel in dir absolut, hier auf der Erde sowieso, wo alles dual ist, wichtig. Und denk daran, je mehr Licht, je mehr Bedeutung du deinem Innersten gibst, auf diese Art und Weise kommt auch das eine oder andere in dir hervor, dass du heilen kannst. Wenn du dieses verdrängst, weil es dich noch überfordert, weil du denkst, es überfordert dich noch, dann kommt es zu einem späteren Zeitpunkt hervor. Also ich möchte dir damit mitteilen, rüge dich nicht, wenn du etwas noch beiseite drängst, weil du gerade keine Zeit dafür hast, weil du gerade enorme Angst davor hast, weil du glaubst, es nicht zu bewältigen. Rüge dich deswegen nicht. Geheilt wird es, früher oder später. Denn ihr Menschen beginnt oft etwas und dann rügt ihr euch, wenn ihr es nicht schafft. Du schaffst alles. Früher oder später. Die einen gehen rascher auf dem Weg, übersehen aber das eine oder andere und andere gehen langsamer und übersehen nichts. Und die, die Dinge übersehen, die gehen dann einfach 2, 3 Schritte zurück, machen dieses erneut und gehen dann weiter. Jeder kommt am Ende des Ziels an. Und was ist das Ziel? Der Übergang ins Sein. Wieder heimkehren können, diesen wunderbaren menschlichen Körper verlassen können. Und es ist im Grunde auch kein Ziel, sondern ein Weitergehen in eine andere Sphäre, die dir sehr wohl bekannt ist. Und dann, wenn du magst, inkarnierst du wieder aufs Neue. Und so geschieht der Kreislauf, aber stets mit einer höheren Schwingung. Und je mehr Licht, je mehr Energie, je mehr Positives du in deinen Körper lässt, umso mehr erhöht sich deine Schwingungsfrequenz. Je mehr du dich dem Positiven zuwendest, umso intensiver kommt auch das Dunkel wieder daher. Es geht nichts ohne dem einen oder dem anderen. Jetzt wirst du aber erkennen können, dass das Dunkel bei weitem nicht mehr so wichtig ist, bei weitem nicht mehr so die Energie und die Kraft hat, weil du gelernt hast, es zu lieben, weil du gelernt hast, der zu sein, der du in Wirklichkeit bist. Und vor allem entsteht auch daraus, die Trinität, das Dreieck. Es gibt nicht das Links und das Rechts ohne der Mitte. Verstehst du? Onkoloi kantishai entisei koitam, alivare teresh, alivare teresh. Schön, dass es dich gibt. Vayosuhei, danke, danke dir.